Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Zhongxi. Was Sie jetzt im Video sehen, ist die Opferzeremonie des 24. chinesischen Fischereifestes Xiangshan. Es markiert das Ende der 3,5-monatigen Schonzeit, den Beginn der Vollfischerei im ostchinesischen Meer. Chinesische Fischer haben seit der Antike den Brauch der Opferrituale für das Meer vor Beginn des Fischfangs. Seit Tausenden von Jahren beten Fischer die Seegöttin Mazu und das Meer an, beten für Sicherheit und guten Fang, bevor sie in See stechen. Als eine der bekanntesten Aktivitäten der drei Festes ist die Opferzeremonie nicht nur ein kulturelles Erbe mit langer Geschichte, sondern auch ein Beweis für das alte und einfache Bewusstsein der Chinesen für den Schutz der Meere und ihren Respekt vor der Natur. Die alten Chinesen sagten, wenn man mit aller Kraft fischt, wird es im nächsten Jahr keinen Fisch geben. Während der Xia- und Shang-Dynastien hatten die Chinesen die Idee einer nachhaltigen Nutzung der Fischereiressourcen und es gab Regeln, die die Fischerei zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Region verboten. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat die übermäßige Nachfrage der Menschheit nach Bio-, Öl- und Transportressourcen das marine Ökosystem überfordert. Aus den jüngsten Statistiken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen geht hervor, dass 30% der weltweiten Meeresfischereibestände überfischt sind und der nachhaltige Bestand der weltweiten Fischbestände von 90% im Jahr 1974 auf heute etwa 60% gesunken ist. Um den Druck auf die Meeresressourcen zu verringern, der durch die übermäßige Fischerei verursacht wurde, haben die Vereinten Nationen auf internationaler Ebene 3 Seerechtskonferenzen anberufen und das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen formuliert, in dem die Grundsätze für die Erhaltung der lebenden Meeresressourcen festgelegt werden. Die Verhängung von Fangbeschränkungen ist ein weltweit angeführtes System zum Schutz der Fischbestände. Einige Gesetze, Verordnungen, internationale Verträge, Schutzbestimmungen und Durchführungsvorschriften zum Schutz der lebenden aquatischen Ressourcen, die von Ländern formuliert oder unterzeichnet werden, bestimmen ebenfalls die Schonzeiten klar. Auch die Fischereigesetze und Vorschriften Chinas sehen dieses System klar vor. Seit 1995 haben das Gelbe Meer, das Ostchinesische Meer und das Bohai-Meer unter Chinas Zuständigkeit schrittweise eine umfassende Sommerschonzeit realisiert und 1999 auf das Südchinesische Meer ausgedehnt. China hat nun die volle Abdeckung der sommerlichen Schonzeit in den 4 Meeresgebieten realisiert, das eine sehr positive Rolle beim Schutz der Fischereiressourcen spielt. Es ist erwähnenswert, dass China seit dem 1. Juli 2020 erstmals eine 3-monatige unabhängige Schonzeit auf dem Meer im südwestlichen Atlantik eingeführt hat. Die erste unabhängige Schonzeit auf hoher See ist eine innovative Maßnahme Chinas für einige regionale Fischtätigkeiten und hoher See, die nicht von internationalen Organisationen verwaltet wurden. Es ist von großer Bedeutung, die wissenschaftliche Erhaltung und langfristige nachhaltige Nutzung der internationalen Hohsee-Fischereiressourcen zu fördern. China hat seine Verpflichtung zum Schutz der Ozeane aktiv erfüllt, die Zusammenarbeit mit Ländern auf der ganzen Welt aufrecht erhalten und gemeinsam die kontinuierliche Verbesserung des globalen Ozeanregulierungssystems gefördert. Wie das Bewusstsein der Menschen für den Schutz der Meeresumwelt verbessert und das Konzept des Meeresschutzes befürwortet werden kann, ist sehr wichtig für die nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Meeresressourcen. Und das jährliche chinesische Fischereifest Xiangshan kann ein Maßstab für die Aktion sein. Um die Meeresumwelt zu schützen, lasst uns gemeinsam handeln. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen.